Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach der heutigen Kabinettssitzung. Über die Ergebnisse informieren Sie Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der Minister für Bau, Wohnen, Verkehr Christian Bernreiter und Umweltminister Thorsten Glauber. Herr Ministerpräsident, bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen Tag. Wir haben heute noch mal vor Ostern im Kabinett vor Ostern grundlegende Themen besprochen und wollen damit auch zeigen, dass in Bayern was vorangeht und wir auch in wenigen Stunden entscheidungsfähig sind im Vergleich zu vielen anderen. Im Mittelpunkt standen, was meinen Bericht jetzt betrifft, vor allem die Themen Wasser, Wohnen und Energie und noch ein Hinweis in eigener Sache. Zunächst zum Thema Wasser. Wasser ist die Lebensgrundlage und der Schatz Bayern. Das ist unser wichtigster Rohstoff. Bayern ist ein Wasserland. Deswegen liegt uns dieses Wasser auch ganz besonders am Herzen, vor allem sein Schutz. Wir stehen in Bayern auf der Seite des Wassers. Wir verbessern massiv den Schutz. Wir wollen eine nachhaltige Strategie für das Wasser entwickeln und wir sind gegen jede Form der Privatisierung. Fakt ist, Bayern gab es früher Wasser im Überfluss, wie in Deutschland. Fakt ist aber auch, das ändert sich. In ganz West- und Mitteleuropa geht die Wasserdichte zurück. Man kann jetzt schon davon sprechen, dass dieser Bereich der Welt, West- und Mitteleuropa, eine der Gegenden ist, die am stärksten vom Wasserrückgang betroffen sind. Bayern ist zum Glück noch viel besser aufgestellt als die meisten Bundesländer. Trotzdem nehmen wir die Wassersituation, die kommenden Monate sich andeutet, ernst. Es gibt niedrigere Pegelstände in Flüssen, Bächen und Seen und auch beim Grundwasser. Nicht dramatisch, aber kontinuierlich. Fakt ist auch, dass die Wassersituation nicht nur in Franken herausfordernd ist. Der Umweltminister sagt immer, das ist wie die Situation in Jordanien im Fränkischen, sondern mittlerweile auch in Oberbayern, denn durch den Schnee, der zu 50% weniger war und auch nicht durch Schneekanonen ersetzt werden konnte, ist die Tatsache, dass durch weniger Schnee und Abschmelzen der Gletscher insgesamt die Wassersituation auch in Oberbayern schwieriger ist. Heißt, auch die Versorgungsleistung einfach von Süd nach Nord ist schwieriger. Deswegen ist wichtig, ohne Panik, aber doch mit Nachdruck, eine Wasserstrategie weiterzuentwickeln. Wir in Bayern haben das Ziel, Wasser zu speichern, zu leiten und auch zu sparen. Wichtig, und es macht mir Sorge, gerade ums Wasser entstehen sehr schnell Verteilungskämpfe. Die können regional entstehen, zwischen dem Wasserschutzgebiet und dem Wasserverbrauchsgebiet, insbesondere zwischen Städten und Landkreisen. Sie können fachlich entstehen, wer bekommt Wasser, welche Form von Wirtschaft oder Landwirtschaft und was ist mit den Bürgern. Ich würde es mal so zusammenfassen, wenn der Pegel sinkt, dann steigt die politische Temperatur. So ungefähr kann man es sagen. Deswegen werden wir nochmal als Staatsregierung, auch unter meiner Federführung mit dem Umweltminister zusammen, einen runden Tisch Wasser einladen mit den Versorgern, mit den Nutzern, Landwirtschaft, Wirtschaft, Verbrauchern und Umweltverbänden und werden nochmal die Entwicklung der bayerischen Wasserstrategie in den nächsten Jahren deutlich voranbringen. Ein kleiner Hinweis, die Fraktionen haben uns heute Morgen informiert, dass im LEP, das der Hubert Aiwanger in seinem Bereich hat, in seinem Ressort, dass das LEP eine Fülle von Verbesserungen bringt, und zwar nachhaltige Verbesserungen des Wasserschutzes und drei Anträge, die diesen Schutzcharakter wohl hätten irritieren können, sind jetzt nicht mehr aktuell, sodass es darüber auch keine Diskussion mehr geben kann. Was wir fürs Wasser brauchen, das ist für uns wichtig, wir brauchen eine klare Aussage, Wasser wird in Bayern nicht privatisiert. Wir brauchen ein durchdachtes Konzept kurz- und mittelfristig mit Speicheroptionen wie Regentonnen, Zisternen, neuen Bewässerungstechniken, vor allem mit der Landwirtschaft, die Tröpfchentechnik, Bäume gezielt in den Städten, um diese Schwamm- und Saugfunktion zu verbessern und ganz besonders wichtig, Verbundleitungen, Fernwasserleitungen und Speicher müssen ausgebaut, ertüchtigt und zum Teil neu geplant werden. Dies sind Dinge, die nicht über Nacht geschehen. Sie sind aber ein wesentlicher Bestandteil. Das System von Speichern, Fernleitungen, Fernwasserleitungen, Verbundleitungen, Aquädukten sozusagen, muss nachhaltig geplant werden. Das steht bei uns mit an oberster Stelle. Parallel dazu ein Monitoring, ein Frühwarnsystem über die jeweilige Entwicklung und die Pegelstände, um etwa Dürresituationen vorherzusagen. Besondere Sorge gilt uns dabei dem Tiefengrundwasser. Das ist 10.000 Jahre altes Wasser zum Teil. Dieses Wasser ist unsere eiserne Reserve. Dies kann nicht bedenkenlos für alle Formen von Nutzung freigegeben werden. Deswegen hatten wir in der Koalition übrigens auch beschlossen, das kostbare Gut Wasser
kostenmäßig auch zu versehen. Wir haben schon mal einen Wassersend beschlossen bei uns in der Koalition, allerdings nicht entschieden, dass wir den jetzt in der unmittelbaren Krise anwenden, weil die Menschen eh mit Inflation und hohen Belastungen versehen sind. Wir machen das anders als andere, die dann nochmal bewusst eins drauflegen. Aber klar ist, natürlich spielt das Thema zum Schutz des Tiefengrundwassers eine Sorge, insbesondere auch wenn es um wirtschaftliche Entwicklung geht, wird eine der ersten Maßnahmen sein, wo ein Wassersend kommt, der übrigens keine extreme wirtschaftliche Belastung ist, aber immer ein klares Signal dann an der Stelle. Deswegen ist uns das wichtig, voranzubringen und auch für den Sommer entsprechend vorzusorgen. Ein Punkt noch zum Bund. Wir arbeiten übrigens auch mit an der nationalen Bundeswasserstrategie. Die nationale Wasserstrategie sieht übrigens auch vor einen Länderwasserausgleich. Dieser Länderwasserausgleich soll stärker etabliert werden. Wir verschließen uns nicht der Hilfe für andere, das ist ganz selbstverständlich. Nur erwarten wir, dass da an der Stelle noch andere Möglichkeiten genutzt werden. Zum Beispiel mehr Entsalzungsanlagen an Nord- und Ostsee sollten etabliert werden, um dort die Wasserversorgung auch vor Ort selber zu etablieren. Es kann nicht sein, dass dann sozusagen, auch wenn wir schon Wasserherausforderungen haben, unser bayerisches Wasser dann noch wo ganz anders hinkommt. Deswegen war das erste große Thema in großer Einmütigkeit Fraktionen und auch Kabinett, wo wir das auf den Weg gebracht haben. Das zweite, beim Wohnungsbau, das bleibt ein Top-Thema. Fakt ist aber, dass weder Deutschland noch Bayern da sind, wo wir alle wollen. Wir kommen in Bayern besser voran. Wir haben vor allem in dem letzten Jahr deutlich Tempo zugelegt, aber nicht so, wie es sein soll. Jetzt ist im Moment die Situation, dass wir eher einen Rückschritt haben bei den Baubemühungen in Deutschland. Denn durch erhöhte Zinsen, durch Lieferkettenproblematik kommt es zum Absage von Neubauprojekten und zum Teil zum Baustopp. Zusatzbelastungen sind auch nochmal da. Der KfW-Stopp vor dem letzten Jahr war ein Bärendienst, den man erwiesen hat. Danach hat es keine entsprechende Unterstützung und Stärkung gegeben. Und die Wahrheit ist auch, wir sollten uns auch von einigen Unehrlichkeiten freimachen. Die Wahrheit ist, immer wenn man bauen will, ist jeder dagegen. In München ist es immer so, man soll nicht hochbauen, man soll nicht nah bauen und außen bauen soll man gar nicht. Und ich nehme den Wirtschaftsminister ausdrücklich in Schutz, wenn die Debatten über die Flächenversiegelung geführt wird. Ein Land, das ständig mehr Leute hat, wir haben in über 20 Jahren jetzt 1 Million Menschen mehr, wird wahrscheinlich, wenn man viel, viel mehr wird, nicht automatisch mit viel, viel weniger Fläche auskommen. Das ist einfach eine gewisse Logik so. Deswegen ist für uns wichtig, dass wir da vorankommen. Deswegen starten wir heute eine weitere Bundesratsinitiative, aber agieren auch selbst in Bayern. Wir befürchten, dass eben da eine schnelle neue soziale Frage entstehen kann. Wir stellen Bundesratsinitiativen, wo es darum geht, keine Zusatzbelastungen zu haben, die Öl- und Gasheizungsdiskussion zu entschärfen. Es wird nämlich sonst die nächste Gasumlage, das kann man gar nicht sehen, und auch an die Europäische Union, diesen Sanierungszwang in Sanierungsangebote umzuwandeln. Zweitens, wir starten die Initiative, Eigenheimzulage wieder einzuführen und Baukindergeld. Fakt ist nämlich, in Deutschland haben wir die schlechteste Eigentumsquote, Bayern hat deutlich bessere als der Bund, aber das Eigentum muss deutlich erhöht werden. Unser Ziel ist Eigentum vor Plattenbau. Eigentum vor Plattenbau. Für Bayern selbst haben wir uns entschieden, ein größeres Programm aufzulegen. Die Details sagt dann der Wohnungsbauminister. Im Wesentlichen geht es darum, auch hier die Eigentumsquote zu erhöhen mit einem Bayern-Darlehen. Das Bayern-Darlehen besteht daraus, dass wir definitiv über unsere Labo zwei Instrumente anbieten. Das eine heißt, wir werden generell die Möglichkeit bieten, bis zu 1,5% des Zinssatzes weniger zu zahlen, als der Marktzins ist. Das heißt, wer das Bayern-Darlehen annimmt, zahlt deutlich weniger Zinsen, hat dann zum Ergebnis, dass er sich auf eine Laufzeit von 10 Jahren zum Teil bis zu 30.000 und mehr Euro sparen kann. Also substanziell. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir geben Bürgschaften für Eigenkapital. Es gibt Leute, die verdienen ordentlich, haben aber relativ wenig Sicherheit in Eigenkapital. Dort wird die Labo und damit die staatliche Bürgschaft einspringen, um dann an der Stelle Erfolge zu haben. Damit glauben wir, können wir die Eigentumsbildung stärken und den Erwerb und den Neubau von Wohnungen deutlich voranbringen. Das brauchen wir. Nur wer das Eigentum an der Stelle stärkt, stärkt auch den Wohnungsbau. Dritter Punkt, Energie. Der Wirtschaftsminister hat dann berichtet, macht selber natürlich noch ausführlich über das Thema Netzausbau. Das bleibt ein Dauerbrenner und ich will es hier an der Stelle nochmal deutlich sagen. Vordergründig geht es beim Thema Energie immer um die Krise des Ukraine-Kriegs. Aber die Wahrheit ist, eigentlich geht es um eine ganz andere Strategie und wir befürchten eine Umverteilungsstrategie von Nord nach Süd.
Obwohl Bayern bei erneuerbaren Energien echt auf Hochtouren läuft, kann man wirklich sagen. Die jüngsten Zahlen bestätigen wieder, beim Ausbau erneuerbarer Energien ist Bayern echt gut unterwegs. Und es wirkt auch, was wir gemacht haben. Sind die neuen Pläne der Bundesnetzagentur hochsorgsam und klug zu lesen? Zum einen stört uns, dass es keine neuen Leitungen gibt. In ganz Deutschland soll es neue Leitungen geben, nach Bayern nicht. Obwohl der Energiehunger bei uns wächst durch die Digitalisierung, die hohe E-Mobilität, die Bevölkerungszahl. Ist da eine schleichende Deindustrialisierung eingeplant, dass man uns keinen höheren Strombedarf zugesteht? Zweitens, stattdessen wird mit relativ unrealistischen Ausbauzielen der Erneuerbaren operiert. Danach müsste der Wind um den Faktor 7, die PV um den Faktor 5 erhöht werden in kürzester Zeit. Mal abgesehen davon, dass das nicht nur die Landschaft dann schon viel grundlegender beeindruckt und ändert als die 2% Flächen, die wir jetzt bereits in unseren Planungen angestrebt haben, muss man zwei Dinge sehen. Die versprochenen 5 Windräder von Olaf Scholz pro Tag in Deutschland gibt es natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Und was auch beeindruckend ist, was fehlt an der gesamten Strategie, zum Beispiel wird ausdrücklich das Thema Gaskraftwerke in Bayern nicht erwähnt. Während Nordrhein-Westfalen von Herrn Habeck die Unterstützung für neue Gaskraftwerke bekommen hat, wird es bei uns abgelehnt, obwohl man weiß, dass mit allen erneuerbaren Energien für die Gesamtenergie weit noch mehr als die Hälfte an Energie fehlt. Also es braucht dringend Gaskraftwerke. Die werden abgelehnt, in NRW werden sie gemacht. Hat das was mit Parteizugehörigkeit zu tun? Wir sind besorgt. Ich selber habe mehrere Briefe an Herrn Habeck geschrieben, keine ernsthafte Antwort bisher an der Stelle bekommen. Und es droht die Gefahr einer Strompreiszone, das insbesondere für den Süden zu höheren Strompreisen führt. Das trifft nicht nur Bayern, sondern den ganzen Süden. Und deswegen wird auch jetzt gerade an einem Termin für die Süd-MPK gearbeitet. Das Gleiche gilt für die Wasserstoffversorgung. Das kann man so nicht akzeptieren. Wir brauchen keine grüne Spaltung in Deutschland, keine Strompreiszonen, keine industrielle Spaltung, die dann erheblichste Nachteile bringt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind keine Nachteile im Jahr 2023, 2024. Aber sie führen langfristig zu einer völlig veränderten Situation der Industrie. Und deswegen sagen wir auch noch mal beim Energiekonzept, es braucht ein deutsches Konzept, ein integratives Konzept und kein spaltendes. Deswegen ist es für uns klar, AKW vor Kohle. Alle erneuerbaren Energienformen zu stärken, nicht nur Wind und Sonne, sondern eben auch Wasser und Biomasse. Und Südleitungen müssen auch beachtet werden, und zwar muss auch von Süd gedacht werden. Fällt Ihnen nicht auf, dass den ganzen Tag heißt, wir machen mit Dänemark und Norwegen Verbindungen? Und wo sind die Reisen nach Kroatien, Österreich, Italien und weiter südlich? Es fehlt dort, es ist eine Leerstelle, es ist ein Blindtext. Das muss man füllen. Ein letzter Punkt zur Energie. Was sich auch ändert, ist die Netzpolitik. Es soll ja alles verstaatlicht werden. Uniper ist bereits komplett verstaatlicht. Der Bund verhandelt jetzt mit Holland, mehr oder weniger, das konnte man dieser Tage lesen, auch da TenneT komplett zu verstaatlichen. Wir müssen uns das auch mal anschauen, wie die Entwicklung ist und dann gegebenenfalls selbst überlegen, was ist da unser Interesse, wie gehen wir damit um, was fordern wir da. Ich selber habe mir da mal alle Unterlagen zusammenstellen lassen und werde es mal über Ostern grundlegend überlegen und dann insbesondere mit Hubert Aiwanger, wir zwei, dann daran arbeiten. Ich glaube, dass das Thema Energieversorgung und Netzleitungen ein Thema, wie wir es seit den 50er und 70er Jahren nicht mehr gehabt haben, oder wenn wir als Bayern auch nicht einfach nur zuschauen. Letzter Punkt. Uns macht ein bisschen Sorge über den Zustand der Ampel. Sowas, dass man sozusagen, ich habe selbst vor in der Großen Koalition bei schwerwiegenden Entscheidungen zum Klimaschutz, da haben wir 24 Stunden gebraucht, aber nicht eine Woche. Was mich freut, aber ich will das gar nicht so sagen, mich freut aber, dass wir in der Bayern-Koalition dagegen seriös und solide auch in Vorwahlkampfzeiten arbeiten. Während die Ampel, und so wirkt es ja auf sie selber, in zentralen Fragen sehr zerstritten ist, ich kann es nur so sagen, jeder, der uns Ampel-Bashing vorwirft, muss in die Ampel hineinschauen. Tougher bashen, als Herr Kubicki gegen Herrn Habeck tut, würde sich selbst ein CSU-Generalsekretär nicht trauen. Und ist selbst auf eurem Partei da, glaube ich, nicht passiert. Also insofern sind wir da eher die Höflichen. Ich sage auch ausdrücklich, die Hand bleibt für alles ausgestreckt, aber es muss immer auf Augenhöhe und Vernunft stattfinden. Wir sind für bayerische Interessen da. Wir sind nicht nur da, Berliner Regierungspolitik zu beklatschen, sondern wir haben unsere eigenen Interessen. Deswegen auch noch mal ein Wort in eigener Sache. Obwohl noch ein halbes Jahr bis zur Wahl hin ist, und obwohl die Zeit nach wie vor unsicher ist und das Vertrauen in die Demokratie nicht steigt automatisch, sind ja nun alle im Wahlkampfmodus und bereits im Wahlkampffieber. Ich sage das ausdrücklich, für uns ist wichtig, dass man seriöses Regieren zeigt.
und nicht eine Dauerwahlkampfschleife entwickelt. Und deswegen ist auch wichtig, ein Appell an alle, nicht zu überschießen. Es fällt schon sehr auf, wie aggressiv der Ton mittlerweile geworden ist. Im Untersuchungsausschuss gestern, wie ich gehört habe, sind sogar Beamte heftig persönlich attackiert worden. Ich finde, es ist kein guter Stil. Und jeder, der glaubt, mit Negative Campaigning erfolgreich zu sein, kann ich nur sagen, wer ständig Schmutz auf andere wirft, kann selbst schnell zum Riechen beginnen. Deswegen ist für uns wichtig, wir haben unsere Ausbildung immer ausgetauscht, Fairness statt Fake, Argumente statt Attacke und Stammtisch und Matinee. Können wir beide, wenn es sein muss. Und eine Bitte an Sie als Medien, finde ich auch, weil mir das immer auffällt, Sie schreiben alle immer von der Bundesregierung und nie der Scholz-Regierung. Sie schreiben übrigens nie der Wildermut-Sender, sondern der Bayerische Rundfunk, soweit ich mich erinnern kann. Nicht einmal das Balleblatt heißt es, sondern und da ist die Dominanz, sagen wir mal, schon noch erkennbar. Ja? Deswegen sind wir auch die Staatsregierung und nicht die Regierung einer Person. Ich bitte Sie, auf solche Dinge mitzuachten. Ich finde das immer eine Stilfrage. So. Und deswegen wollen wir da ein gegenteiliges Signal setzen. Zum Schluss, wie es in der Kirche auch immer so ist, noch ein paar An- und Abkündigungen sozusagen. Zum einen haben wir heute auch noch beschlossen, Augsburg zu unterstützen, die Messe Augsburg mit 10 Millionen Euro, damit sie weiter stark ist und neben den beiden großen Messeplätzen München und Nürnberg bestehen kann. Und wir haben noch mal den Zeitplan festgelegt für die Zeit nach Ostern, für Ihre Information. Am 25. April haben wir hier in München das Kabinett mit Nordrhein-Westfalen. Am 2. Mai haben wir mit Sachsen eine Kabinettssitzung in Wunsiedel. Also Sie sehen, wir arbeiten mit vielen guten Nachbarn zusammen. Und am 9. Mai vorläufig ein Kabinett in Regensburg anlässlich der bayerisch-tschechischen Wochen, in der uns der Premierminister von Tschechien, Herr Fiala, in der Kabinettssitzung beiwohnen wird. Also wir haben ein munteres Arbeitsprogramm und auch eben mit vielen Partnerschaften, weil ohne Netzwerke geht es nicht. In diesem Sinn war das heute eine ertragreiche Sitzung. Ich bedanke mich auch nochmal beim Koalitionspartner für das gute Miteinander. Und so können wir jetzt zwar nicht beruhigt in die Osterferien gehen, aber die Arbeit ist jetzt erstmal getan und wir bereiten uns auf die nächsten Wochen und Monate vor. Vielen Dank. Vielen Dank. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Ja, meine Damen und Herren, das LEP hat ja in den letzten Tagen für einige Debatten gesorgt zum Thema Wasser. Würden wir den Wasserschutz aufweichen oder verstärken? Die einen haben sich bei uns beschwert, dass wir den Zugang zum Wasser so erschweren wollten, dass sie keins mehr kriegen. Und die anderen haben uns vorgeworfen, wir würden das Wasser ausverkaufen. Tatsache ist, dass wir sehr stark zu einer sicheren, nachhaltigen Wasserversorgung stehen und deshalb im LEP in den Änderungen den Wasserschutz verstärken werden. Für Diskussionen hat dann das Wort gesorgt, ob man das Wort bevorzugt, die Trinkwasserversorgung auch bei den Kommunen zu haben oder insbesondere die Wasserversorgung zur Trinkwasserversorgung zu nutzen, also bevorzugt oder insbesondere. Da haben die Kritiker gesagt, das Wort insbesondere sei eine deutliche Aufweichung zu bevorzugt und deshalb kommen wir eben jetzt zum Wort bevorzugt zurück, lassen das Wort, wie es war, um damit jeder Fehlinterpretation auch den Boden zu entziehen und die weiteren Ausführungen in den Wasserparagraphen wird dann Herr Thorsten Glauber darstellen. Wenn er dran ist, also es ist ein deutlicher Schutz des Wassers. Natürlich sehen wir, dass Themen dazukommen wie Bewässerungswünsche in der Landwirtschaft, wo wir dann eben gezielter den Weg gehen müssen mit Oberflächenwasser, mit Wasserrückhalt bei Niederschlagsereignissen und eben möglichst nicht tiefen Grundwasser für solche Zwecke anzuzapfen. Die Hopfenbauern sind darauf angewiesen, in Zukunft hier vielleicht noch mehr zu bewässern wie in der Vergangenheit, weil der amerikanische Mitbewerber hier auf den Markt drängt mit den Produkten und so weiter. Also diese Dinge müssen wir einfließen lassen, aber eben mit Maß und Ziel und das tun wir. Dort brennt nichts an. Zweiter Punkt, Thema Energieversorgung. Hier hat ja der Bund mit dem Netzentwicklungsplan Richtung 2045 die Weichen so gestellt, dass dann eben quasi alles aus erneuerbaren Energien kommen soll, was dann, wie vom Herrn Ministerpräsidenten gesagt, eben eine Ver-4- bis Verfünffachung der PV-Flächen nach sich ziehen würde und eine Versiebenfachung der Windenergie, was nicht unbedingt eine Versiebenfachung der Windräder, weil die modernen Windräder ja deutlich mehr Strom erzeugen wie altes, aber in diese Kategorie will man gehen und hat trotzdem
dann zu 75% der Stunden im Jahr keine Energieversorgung in der Grundlast in Bayern, sondern muss trotz diesen massiven Ausbaus eben Grundlastszenarien auch darstellen. Hier ist jetzt eben auch die Überlegung, deutlich mehr Richtung Gaskraftwerke zu gehen. Das ist an sich nichts Neues. In unseren Augen ist jetzt nur der Denkfehler, dass die Bundesregierung jetzt zunächst mal versucht, an die Kohlekraftstandorte den Wasserstoff ranzuführen, um dort dann mit Gaskraftwerken, dann eben Wasserstoffkraftwerken Strom zu erzeugen, und völlig ausblendet, dass wir eben im Süden keine Kohlekraftwerke hatten, sondern Atomkraftwerke. Also muss man mit derselben Logik dort auch um diese wegfallenden Lasten, wenn Kohle wegfällt, wollen wir es durch Wasserstoffkraftwerke ersetzen. Wenn aber Atom wegfällt, dann heißt es Schulterzucken. Nein, also müssen wir auch hier für den Süden zeitnah die Perspektive kriegen, genügend Kapazitäten an Gaskraftwerken, sprich dann Wasserstoff, zu bekommen. Das fordern wir auch ein. Und es ist dann schon erstaunlich, dass man uns quasi als Letztes anbinden will vom Norden, obwohl die Atomkraftwerke als Erstes wegfallen, deutlich vor der Kohlekraft. Im Norden nimmt man sogar die Kohlekraft noch ans Netz, im Süden geht Atom vom Netz, und wir kriegen als Letztes dann die Gaskraftwerke. Also man würde hier politisch eine Lücke für uns produzieren. Das lassen wir uns nicht gefallen, und wir denken natürlich auch darüber nach, nicht nur aus dem Norden Wasserstoff zu beziehen, sondern aus dem Süden. Deswegen auch die Gespräche mit Italien, mit Österreich und so weiter. Ich hatte vor wenigen Tagen ja eine Gesprächsrunde mit den SNAM, also dem italienischen Pipeline-Betreiber, die über Nordafrika uns versorgen wollen. Und diese Pläne sind relativ konkret, wenn denn der Bund jetzt endlich diese Wasserstoffwelt freigibt. Und ich habe auch gestern am Montag ein Gespräch gehabt, um das ganze Bild abzurunden, mit der Sanitär- und Heizungsinnung in München, um das Thema Heizungsversorgung von Praktikern erklären zu lassen und durchzudiskutieren und nicht einen Politikstil zu pflegen, dass man hinter verschlossenen Türen Pläne erarbeitet und die Fachwelt dann erstaunt aufschreit, wenn sie sieht, was die Politik sich hier ausheckt, sondern man muss mit den Leuten reden. Und Fakt ist, dass die Hälfte der Wohnungen in Deutschland, auch die Hälfte der Wohnungen in München, am Gasnetz hängen, am Erdgasnetz hängen. Und wenn Kollege Bernreiter jetzt dann ausführen wird, wie wir dann auch im Wohnungsbau vorwärts kommen und im Sanierungsbereich und so weiter, dann wird das nicht zielführend zu sein, zu sagen, diese Hälfte der Wohnungen müssen in den nächsten Jahren von der Gasleitung weg und müssen zur Wärmepumpe gehen. Das würde auch die Hälfte der Münchner Bevölkerung betreffen. Gas weg, Wärmepumpe rein, geht bei den neuen Häusern, geht bei alten Häusern eben nicht, weil die nicht die Vorlauftemperatur, weil die eine höhere Vorlauftemperatur brauchen, um diese Wohnungen zu heizen. Jetzt kann man sagen, okay, dann muss er für 150.000 Euro sein Häuschen sanieren. Dann wird er sagen, das kann ich mir nicht leisten. Das sind schöne theoretische Träume der Ampel in Berlin, aber mich macht das pleite. Also brauchen wir hier passgenaue Lösungen, und die heißen an der Energiefront an der Stelle eben auch, dass wir die bestehenden Erdgasnetze zu Wasserstoff weiterentwickeln. Das sagt uns jeder Praktiker, dass wir heute schon 20% Wasserstoff beimischen könnten, wenn die Politik den Weg geht und endlich den Wasserstoff auch organisiert. Und zweitens, dass wir in wenigen Jahren auf 100% Wasserstoff auch in den Gasnetzen gehen können. Dann haben wir das Problem gelöst, hier fossile Energieträger zu ersetzen und eben nicht nur durch Wärmepumpe mit Strom, der wieder aus Gas, aus Kohle, aus Öl und aus Atom ist im Winter in der Nacht, sondern durch grünen Wasserstoff. Also hier wirklich die Gegenstrategie zu Habeck, der alles rausschmeißen will, die ganzen Netze stilllegen will, sagen es den Münchner Stadtwerken, auch die waren dabei, dass sie die ganzen Netze in ein paar Jahren verschrotten können, dann sagen die, ihr spinnt wohl, da haben wir hier viel, viel Geld investiert, wir müssen diese Netze weiter nutzen dürfen, da haben wir den Plan dazu, dazu braucht man den Wasserstoff, natürlich bauen wir auch massiv die erneuerbaren Energien in Bayern aus, mit einer Geschwindigkeit wie kein anderes Bundesland. Gerade auch im Thema PV, mehr als 50% des PV-Zubaus erfolgt in Bayern. Also da braucht uns keiner sagen, die Bayern täten zu wenig. Auch die Windkraft nimmt massiv Fahrt auf. Wir stoßen aber an Engpässe im Netz. Also wir kommen in die Verteilnetze zu wenig rein und dann eben auch in die größeren Netze. Und dazu müssen wir jetzt in die Speichertechnik gehen, müssen in die Elektrolyse Wasserstoff gehen. All das tun wir, sind hier bestens
unterwegs und denken in Zusammenhängen und lassen uns deswegen auch ja, von dieser Bundespolitik, die hier die bayerischen Interessen nicht erkennt, nicht passgenau erkennt, hier auch nicht ins Abseits manövrieren und sagen, unser Plan muss sein, Erneuerbare massiv ausbauen, die Wasserstoffstrategie nutzen, aber auch innerhalb Deutschlands fair mit der Thematik umzugehen, wer bekommt wann was. An der Stelle also das Signal auch an die Hausbesitzer draußen, dass wir diesen Weg der Ampel nicht mitgehen wollen, ab 1. Januar nächsten Jahres keine neue Öl- und Gasheizung mehr einbauen zu dürfen. Das ist in der Form nicht umsetzbar, würde viele Menschen in den Ruin treiben und würde energiepolitisch nichts bringen, weil auch die Wärmepumpe, wie gesagt, fossilen Strom frisst und die direkte Gasheizung in vielen Fällen eben noch alternativlos ist. An dieser Stelle, wir sind für die Dekarbonisierung, aber mit Sinn und Verstand. Vielen Dank. Vielen Dank. Bauminister Christian Bernreiter. Herr Ministerpräsident, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Ministerpräsident hat es angesprochen, haben uns heute auch ausführlich wieder über das Thema Bauen unterhalten. Wir haben am 16. Januar im Kabinett den Wohnbaubooster Bayern beschlossen, für den ich als Minister wird man nicht so oft gelobt, aber aus der Branche werden wir für dieses Programm sehr gelobt, weil wir, es heißt überall, ihr seid der einzige verlässliche Partner. Wir stellen ja die Woche einen Haushalt vor. Wir haben hier über 1 Milliarde Euro hier für den sozialen Wohnungsbau insgesamt für diese Programme zur Verfügung. Und das wird nach wie vor bei uns Gott sei Dank sehr stark nachgefragt. Wir haben damals schon angesprochen, wenn es Nachsteuerungsbedarf gibt, dass wir das machen. Darum haben wir uns heute im Kabinett mit dem Thema beschäftigt und wir wollen uns auch jetzt die Eigenheimer verstärkt in den Fokus nehmen. Möchte es noch mehr ausdrücklich sagen, in Bayern ist das Wort Eigenheim kein Schimpfwort. Und die eigenen vier Wände sind besonders für viele junge Familien ein wichtiger Lebenstraum. Und es ist für die Altersvorsorge ein sicherer Anker für die Lebensleistung. Das wird, glaube ich, immer in Berlin vergessen. Und deshalb entwickeln wir das Bayerische Zinsverbilligungsprogramm der Bayern Labo zu einem Bayern-Darlehen weiter. In einem ersten Schritt werden wir die Zinsen hier weiter senken und damit die Familien im Rahmen der Einkommensgrenzen hier unterstützen. Und zwar, der Herr Ministerpräsident hat es angesprochen, also bei einem Neubau 1,5% unter dem Marktzins. Wenn man einen Bestand kauft, gibt es noch mehr 0,5% on top drauf. Also ein Drittel der Gesamtkosten werden hier mit unserem verbilligten Darlehen abgedeckt, als Nachrangdarlehen. Also der muss sich am Markt selber zuerst bedienen und wir geben unser Darlehen und sichern das auch, wie es angesprochen wurde, entsprechend dann auch mit der Bürgschaft ab, dass das entsprechend auch funktionieren kann. Wenn Sie jetzt rechnen, 150.000 Euro, das sind 1,5% unser Marktpreis, 2.250 Euro im Jahr, die man sich spart. Wenn man was kauft, dann wird es noch 0,5 drauf geben, also insgesamt 3.000 Euro. Und je nachdem jetzt, wie lange die Laufzeit ist, spart man sich das und man kann zuerst das teure Darlehen massiv tilgen. Darum wollen wir hier entsprechend unterstützen. Und bei dem Bürgschaftsprogramm, habe ich ja angesprochen, unterstützen wir sowohl den selbstgenutzten Wohnraum, Eigenheim. Wir unterstützen aber, weil wir neben dem sozialen Wohnungsbau natürlich auch andere Wohnungsbau unterstützen wollen. Und hier geht es natürlich darum, wenn es hapert, dass wir Staatsbürgschaften für Darlehen zur Schaffung von Wohnraum entsprechend auch bereitstellen. Und wir gehen natürlich auch jetzt noch mal im Bundesrat vor. Wir wollen hier, dass die Eigenheimzulage und das Baukindergeld als zwei bewährte und unkomplizierte Instrumente vom Bund neu aufgelegt werden. Wir werden am Freitag dazu eine Bundesratsinitiative einreichen. Ich möchte da noch auf ein Thema hinweisen, das der Ministerpräsident, aber der Kollege Aiwanger schon angesprochen hat. Und das ist natürlich das Thema, was Berlin entsprechend alles jetzt und auch der Bund, die EU, was sie entsprechend alles anpacken. Es geht zum einen um die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, macht die EU, oder das Gebäudeenergieeffizienzgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, das kommt aus Berlin. Und die Bundesregierung bringt hier aktuell ohnehin schwierige Situation mit weiteren Pflichten und Auflagen, bringt man das ganze System weiter durcheinander. Das ist für mich verantwortungslos. Wir wollen ja alle Wohnungen bauen. Das wird überall angekündigt oder kann man nachlesen, 700.000 Wohnungen fehlen.
400.000 wurden versprochen, die Ziele werden bei Weitem nicht erreicht und jetzt kommen on top neue Forderungen dazu. Das muss unbedingt abgemildert werden. Wir haben da natürlich auch eine bayerische Position. Es muss entweder ein vollständiger Verzicht auf die Sanierungspflichten geben, soll das freiwillig machen, oder dass man das, wenn, dann nur im Falle von Neuvermietung oder Verkauf entsprechend angehen muss. Die Ziele sind hier extrem ambitioniert. Und ich höre aus der ganzen Branche, dass weder die Fachleute noch die Materialien da sind, noch ist es wirtschaftlich stemmbar. Und wir würden es halt so angehen, dass man zuerst einmal die fehlenden Wohnungen jetzt schafft und dann muss man sich natürlich mit dem Thema Sanierung beschäftigen. Dazu braucht es aber auch die notwendige finanzielle Unterstützung und ich bin sehr gespannt, wie das letztendlich hier vom Bund auch gehandhabt wird. Ja, wir haben dann nebenher, das möchte ich auch noch ansprechen, heute weitere Dinge mit auf den Weg gebracht, was das Thema Bauern oder die Bayerische Bauordnung anbelangt. Wir haben, wie gesagt, verschiedene Angelegenheiten der Bayerischen Bauordnung, des Baukammergesetzes und des Gesetzes über die öffentliche Versorgungswesen befasst. Zum einen, auch das ist fürs Bauen wichtig. Also eine Forderung der Architektenkammer, der einschlägigen Verbände, aber auch im Landtag herrscht ja breit Übereinstimmung, dass wir den Gebäudetyp E, also experimentelles Wohnen mit öffentliches Recht umsetzen. Die Abweichungen von den Regelungen der Bauordnung werden damit künftig regelmäßig ermöglicht. Und es geht hier nicht um sicherheitsrelevante Dinge, sondern um andere Geschichten. Ich sage mal ein Beispiel, gibt da, glaube ich, eine Norm, dass die Toilette so und so groß sein muss. Wenn das davon abweicht, dann wird man es nicht errichten können. Und diese Dinge wollen wir jetzt entsprechend ermöglichen. Damit stärken wir das innovative Bauen, was von Seiten der Verbände und auch des Landtags gefordert wird. Außerdem haben wir in unserem zweiten Durchgang mit der Änderung der Bayerischen Bauordnung befasst, und zwar Thema Mobilfunkpakt, den wir ja entsprechend auch im Weg gebracht haben. Wir wollen damit den flächendeckenden Mobilfunkausbau in Bayern beschleunigen. Es ist hier vorgesehen, die Verfahrensfreiheit für temporäre Masten, für Masten bis 15 Meter Höhe im Innenbereich und 20 Meter Höhe im Außenbereich ohne Baugenehmigung. Und bei den wenigen verbleibenden Masten gibt es dann eine Genehmigungsfiktion von 6 Monaten. Außerdem sollen die Abstandsflächenpflicht im Außenbereich wegfallen. Die Verbände haben den Gesetzentwurf überwiegend begrüßt und das Beschleunigungspotenzial der vorgesehenen Erleichterung wird positiv beurteilt. Und damit hat Bayern nicht nur unter dem Aspekt Mobilfunk die modernste und effizienteste Bauordnung unter den Ländern. Und wir werden diesen Gesetzentwurf jetzt dem Landtag zuleiten. Das wäre es von meiner Seite in aller der gebotenen Kürze. Vielen Dank, Herr Umweltminister Thorsten Glauber. Dankeschön, Herr Wittel. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, heute ist ein guter Tag für das wichtigste Lebensmittel in Bayern, für das Trinkwasser. Das Trinkwasser, wir brauchen es alle und Wasser ist Leben und es ist für viele Menschen in Bayern inzwischen blaues Gold geworden. Und der Schutz dieses blauen Goldes ist in der Staatsregierung schon immer hoch angesehen und im November haben wir zum Entwurf des LEPs entsprechend diesen hohen Schutzgrad und den hohen Schutz dieses Lebensmittels auch eingebracht. Und Sie alle haben die Diskussion und natürlich die Beratungen im Landtag erlebt. Und es ist eben ein guter Tag, dass heute die drei Anträge zurückgenommen werden. Und damit natürlich dieser hohe Schutzgrad, dieses hohe Schutzgut, Lebensmittel, Wasser, auch diesen entsprechenden, sage ich mal, Gedanken erfährt. Wir wollen als Staatsregierung jede Spekulation, die nur annähernd um eine Privatisierung von Trinkwasser entstehen könnte, gleich im Keim ersticken. Es gibt mit uns keine Privatisierung von Trinkwasser, denn Trinkwasser ist eben ein öffentliches Interesse. Es hat das höchste öffentliche Interesse und hat damit auch immer Vorrang. Wir als amtlicher Sachverständiger in der Wasserwirtschaft haben schon immer strenge Maßstäbe an die Versorgung und natürlich an die Entnahmen mit Wasser gesetzt. Wasser ist und darf in Bayern nie zum Handelsgut werden. Grundwasser soll bevorzugt der Trinkwasserbevorratung nach wie vor zur Verfügung stehen und auch künftig eben diese Herausforderungen dienen. Es geht natürlich auch um eben den Schutz dieses ältesten Schatzes, dieses tiefen Grundwassers, das im Prinzip eben blaues Gold auch ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit diesem heutigen Signal auch klar machen, dass in Bayern wir anders aufgestellt sind als andere Bundesländer. Wenn Sie sich anschauen, Nordrhein-Westfalen hat knapp 100 Trinkwasserversorger, Niedersachsen 220 und Baden-Württemberg lebt vor allem von einer Struktur von 20 Versorgern.
In Bayern sind es 2.300. Und damit ist natürlich Wasser ein lokales Produkt. Wasser ist vor Ort. Wasser ist vor den Menschen geschätzt. Wasser ist ihr Lebensmittel vor der eigenen Haustür. Und dieser Gedanke, Wasser als Lebensmittel vor der eigenen Haustür, braucht natürlich dann im Prinzip sowohl im LEP, hat Hubert Aiwanger angesprochen, wie natürlich auch mit dem Wasserhaushaltsgesetz einen flankierenden Rahmen, dass auch in Zukunft diese Versorgung mit diesem Lebensmittel sichergestellt und in eine gute Zukunft geführt wird. Wir kennen die Herausforderungen im Norden Bayerns, die natürlich auch durch die geringeren Niederschläge jetzt in den letzten 3 Monaten im Süden eben aufzeigen, dass wir mit der Wasserstrategie Wasserzukunft Bayern 2050 immer in der Vorhand bleiben wollen. Wir wollen im Prinzip jetzt investieren, damit in Zukunft eben nie eine Versorgungslücke, dass die Menschen immer gut versorgt sind mit diesem Lebensmittel, dass eben nie ein Ringen um dieses blaue Gold in dem Maße entsteht, dass konkurrierende Interessen am Ende entstehen und dass die Menschen auch wissen, sie haben eine Staatsregierung an ihrer Seite, die diesen, sage ich mal, hohen Schutzgrad, diese hohe Qualität dieses Lebensmittels und natürlich auch den Umgang vor Ort tatsächlich klar macht. Deshalb investieren wir zum Beispiel in Wasserschulen. Wir, den Kleinsten, den Jüngsten, zeigen wir die Wasserversorgung vor Ort. Denn der Gang zum Wasserversorger, der Gang zum Brunnen schafft schon bei Kindesbeinen und in frühen Jahren eigentlich den Bezug zum eigenen Lebensmittel und zu dieser Versorgung. Und das ist wichtig, dass man diesen, sage ich mal, diese hohe Verbundenheit herstellt. Und diese hohe Verbundenheit wollen wir auch letztendlich mit den heutigen Beschlüssen im Kabinett und natürlich, und ich bin den Fraktionen dankbar, dass wir dieses Signal setzen hin zum Wasser, zur Wasserversorgung und zum Schutz des Lebensmittels. Es geht natürlich auch um den Trinkwasserschutz in den Schutzgebieten. Auch da ein klares Bekenntnis zu diesem hohen Schutzgrad und hohen Schutzgedanken. In der Zukunft wird es eben diese Anstrengungen brauchen, von letztendlich der Ertüchtigung in Förderung des Freistaats, der lokalen Wassergewinnung bis hin zu hohen, sage ich mal, Verbundsystemen. Bei allem sind wir mittendrin. 600 Kilometer Wasserverbundleitungen haben wir in den letzten Jahren mit den Kommunen in Bayern gebaut. 600 Kilometer Leitung, um am Ende miteinander ein starkes Netz aufgebaut zu haben, dass dieser Trinkwasserschutz, dieses Lebensmittel überall ankommt. Und es wird die nächsten Jahre weiterhin mit hohen Investitionen, aber natürlich auch mit einer klugen Strategie verbunden sein müssen, damit wir am Ende Nord und Süden gemeinsam denken, dass wir am Ende letztendlich mit, sage ich mal, Rückhaltesystemen, Talwassersperren und natürlich großen Wasserverbundleitungssystemen die lokalen Strukturen unterstützen, dass nie der Mangel entstehen darf. Und das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Verantwortung, das gehen wir mit ganzer Kraft an. Ich bin dem Kabinett heute dankbar, dass wir ein klares Signal dorthin gesetzt haben, wohin wir wollen. Die Wasserzukunftsstrategie Bayern 2050 ist im Prinzip eine wunderbare Strategie, um am Ende auch zu zeigen, dass wir als Staatsregierung das können und wollen. Und deshalb heute ein guter Tag fürs blaue Gold, ein guter Tag für die Wasserzukunft Bayern. Vielen Dank. Wir kommen zu den Fragen. Den Anfang macht Timo Frasch von der Frankfurter Allgemeine. Ich hätte 2 Fragen, eine an den Herrn Ministerpräsidenten. Sie haben gesagt, also die Privatisierung von der Wasserversorgung, da braucht man sich keine Sorgen machen. Wie sieht es denn bei der Wasserkraft aus? Sehen Sie da einen Zusammenhang? Also da gibt es ja im Moment, gab es jüngst im Landtag die Debatte, auch unter diesem Aspekt, also da geht es ja auch um Wassermanagement und dergleichen. Also gibt es da einen Zusammenhang, was die Nicht-Privatisierung der Wasserversorgung betrifft und den möglichen Rückkauf von Wasserkraftwerken durch den Freistaat? Erste Frage. Die zweite Frage geht an den Umweltminister. Mich würde interessieren, es hieß jetzt gerade Flächenversiegelung, können wir nichts machen, weil immer mehr Bayern werden. Sehen Sie denn nicht einen Zusammenhang zwischen der Trinkwassersicherheit auf der einen Seite und der Flächenversiegelung auf der anderen Seite? Ich meine, das Wasser muss ja irgendwie ins Grundwasser und wenn alles zu betoniert ist, wird es schwierig. Also gibt es da einen Zusammenhang? Danke. Fang du an, Thorsten, bitte.
Ich bin der Meinung, dass die Staatsregierung ja mit zum Beispiel einer Entsiegelungsprämie mit den Anstrengungen hin zu Flächensparen tatsächlich mit sich mit Kraft dafür einsetzt, dass eben Flächenversiegelung auf das Maximale beschränkt werden und einen absoluten Zusammenhang zwischen der sogenannten Flächenversiegelung grundsätzlich und natürlich der Trinkwasserschutz, den kann man so nicht herstellen, denn entscheidend ist bei der Versiegelung, was passiert mit dem abfließenden Wasser. Und wir investieren ja eben mit den Kommunen gemeinsam, dass wir eben Kanäle haben, die dicht sind, dass man klug umgeht mit dem sogenannten Wasser, das zum Beispiel im Trennsystem entsteht. Trennsystem ist da ein entscheidendes Wort. Das eine sind letztendlich die Hausabwässer, die letztendlich zur Kläranlage führen und aufbereitet werden und wieder zurückgeführt. Im Trennsystem das Regenwasser, das von oben niederkommt, führen wir ja vorwiegend der Vorflut und damit auch dem Fluss oder sogar der Rigole zu, dass wir die Grundwasserneubildung wieder anregen. Also von daher ist letztendlich es entscheidend, wie man den Kanalbau betreibt. Die Kanäle müssen dicht sein, um das Grundwasser zu schützen. Das ist entscheidend. Alles andere wird ja dem System dann wieder zurückgegeben, weil wir ein hohes Interesse daran haben, dass wir im Prinzip Regenwasser wieder der Natur zuführen. Ergänzend dazu, was Versiegelung heißt nicht, dass Fläche genutzt wird. Das ist nicht automatisch das Gleiche. Sie fragen unter Versiegelung quasi zu betonieren, die man dann hätte. Das ist nicht automatisch das Ganze, sondern entscheidend ist was anders. Wir müssen auch in den Städten beispielsweise diesen Schwamm- und Saugeffekt haben, dass nicht alles über die Kanalisation geht, sondern vom Boden aufgenommen werden kann. Deswegen braucht es zum Beispiel nochmal extra Baumpflanzungsaktionen und andere solche Projekte, um in den Städten mehr Wasser zu halten und nicht automatisch sofort abfließen zu lassen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil insgesamt damit der Boden nicht ausgewaschen werden darf oder nur steinmäßig versiegelt werden kann. Also das ist der eine Teil der Strategie. Mein Hinweis war nur darauf, dass man immer sagt, wir wollen immer weniger Fläche nutzen und dürfen aber überhaupt nichts machen. Also wenn Sie alleine die Debatte ums Hochbauen anschauen, das wäre ja eine Möglichkeit, oder Nahbauen, keine Chance. Oder wir haben in München auch Diskussionen, das alte Strafjustizzentrum sollten wir doch irgendwie erhalten. Ja? So, also entweder wollen wir Wohnungsbau oder wollen nicht Wohnungsbau. Da müssen wir uns dann auch entscheiden dafür. So. Erstens. Dann zweitens. Die Energieversorgung der Netze und solche Dinge ist ja fast überall schon verstaatlicht. Also Uniper ist ja staatlich. Also die Wasserkraftwerke sind verstaatlicht über Uniper. Und der Bund prüft jetzt gerade, das TenneT komplett zu übernehmen. Muss man sehen, die waren ja gestern in Holland. Und dann hat der Bundeskanzler sehr euphorisch von der Übernahme gesprochen. Der niederländische Premier etwas zurückhaltender, was wahrscheinlich eher an der Preisfrage hängt. Deswegen wird der Preis auch eher hochgetrieben. Man muss sich da grundlegend erstmal unterhalten, wie ist denn die künftige Netzpolitik generell und die künftige Energiepolitik in Deutschland? Soll alles staatlich sein? Wir hatten es mal in den 80er, also bis 80er, Anfang der 90er. Dann wurde es national alles privatisiert. Das war auch bei uns so, mit guten Erfolgen. Da gab es auch keine Regulationsprobleme. Und heute sind wir in einer anderen Situation. Bei dem Thema Wasserkraft Uniper, ich verschließe mich nicht in der Diskussion darüber, sage ich, hat aber nichts mit dem Thema Wasser, Trinkwasservorsorge oder Sicherung zu tun, das ist reine Energieerzeugung. Allerdings sage ich zwei Dinge dazu. Das erste, das allein löst keine Problematik, sondern wir brauchen mehr. Also wir brauchen mehr Wasserkraftwerke. Also die vorhandenen werden nicht ausreichen. Wir brauchen mehr, wir brauchen neue Wasserkraftmöglichkeiten. Dazu muss es noch mehr rechtliche Möglichkeiten in Berlin geben. Das gilt auch für das Thema Pumpspeicher, wo wir uns ja gemeinsam einsetzen. So, deswegen ist das ein Mosaikstein. Für mich ist jetzt nur relevant, dass wir das mal alles im Zusammenhang sehen. Wenn ich jetzt in Bayern das Thema Energiepolitik sehe, vor einem halben Jahr war Wind fehlt. Jetzt reden die Grünen dann mal von Wind. Jetzt ist es dann was für sie. Wasserkraft, ja, obwohl sie immer dagegen sind. In Berlin wollte Habeck der Wasserkraft den Stecker ziehen. Wollte übrigens diese ganzen Wasserkraftwerke deutlich unrentabler machen. Dann hat, muss man zugeben, eine andere Partei dort sich sehr dafür eingesetzt, wir auch. Dann ist es nicht so gekommen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wo machen wir noch so viele Wasserkraftwerke? Wenn der Staat sie übernimmt, muss er ja weitere bauen können, damit er was verdient. Also das ist nicht alles ganz durchdacht, es geht hin und her und plötzlich wird die Geothermie entdeckt, die Potenzial hat, aber nicht Potenzial, unsere Energieprobleme jetzt grundlegend zu verändern. Ich bin der Meinung, alles nutzen, deswegen auch Biomasse und Bioenergie, ich glaube auch da sind wir in der Koalition sehr einig. Und deswegen will ich mir für mich nochmal, das ist die Grundsatzaussage für all diese Themen, Uniper und was alles so dahinter steht, nochmal die Zeit nehmen, das alles genau zu studieren und zu überlegen. Es ist letztlich eine strategische Frage, letztlich aber auch natürlich eine finanzielle, die man beantworten muss. Und die Frage ist für mich, das sage ich auch generell bei Netzen, wollen wir einen Fuß in der Tür haben oder nicht? Das müssen wir uns überlegen mit Einfluss. Weil im Moment sind auch die neuen Netzausbaupläne, alles was stattfindet, ist erkennbarerweise nicht
mit uns abgesprochen oder im Interesse Bayerns. Das muss man einfach mal so festhalten im Moment, jedenfalls wenn das alles so käme. Und deswegen ist das eine der politische Weg, aber gibt es vielleicht auch einen anderen. Aber das muss man mal in aller Ruhe diskutieren und jetzt nicht so aus der Lameng heraus entscheiden. Anne Wilsdorf vom Bayerischen Rundfunk. Herr Ministerpräsident, diese drei Anträge, die Trinkwasserabfüller und Mineralwasserabfüller da ein bisschen im Vorteil gesetzt hätten, haben Sie jetzt heute kassiert. Wie liefen denn da die Diskussionen? Sind jetzt sehr frustriert Ihre Wirtschaftspolitiker und der Wirtschaftsminister, dass das war der ganz kurzfristig eingebrachte Änderungsvorschläge. Sind Sie jetzt sehr frustriert? Sind Sie sehr glücklich und wann kommt der Wassersend? Wer ist frustriert? Wirtschaftspolitiker, die ja den Mineralwasserabfüllern da helfen wollten auf dem letzten Drücker. Nein, also ich glaube erst einmal, dürfen Sie jetzt nicht frustriert sein, dass keiner frustriert ist, weil ich weiß, dass es die Berichterstattung nachhaltig schädigt, wenn alles gut läuft. Wir haben in der letzten Woche gemeinsam den Eindruck gewonnen, es kam aus der Fraktion selber raus, da kam der Wunsch raus, dass das Ganze falsch verstanden wird. Muss man die Realität sehen. Hubert, ich hoffe, ich tue dir jetzt nicht weh. War ich Raumordnungsminister und habe selber ein LEP gemacht. Das LEP gehört zu den deutlich überschätztesten Vorhaben, die eine Staatsregierung immer macht. Ist jetzt natürlich deutlich besser als für viele Jahre vorher, weil es der Hubert macht. Aber im Grunde genommen stehen viele zig Gesetze drüber. Zum Beispiel beim Wasser, das Wasserhaushaltsgesetz. Das LEP kann das Wasserhaushaltsgesetz nicht außer Kraft setzen. Thorsten hat das auch nochmal deutlich gesagt. Das LEP ist aber eine Verschärfung für den Trinkwasserschutz eigentlich. Eine Verschärfung. Und deswegen waren die Anträge, die das überhaupt nicht auskoppeln oder entkoppeln wollten, sind allerdings offenkundig nicht so verstanden worden, wie es gedacht war. Und insofern glaube ich, ist es ein Ansatz von politischer kommunikativer Klugheit. Wenn die Fraktion sagt, bevor wir da Missverständnisse produzieren, obwohl wir was Gutes wollen, dann stellen wir das zurück und das andere steht im Vordergrund. Was mir aber mehr Sorge macht, ist über die manche Debatte drumherum, sehe ich, dass da Risse in einem Grundkonsens über das Wasser stattfinden. Das finde ich erkennbar. Und wir haben seit längerer Zeit auch so regionale Dinge. Wissen Sie, Miesbach-München-Debatten, und die werden stärker werden. Wer gibt welches Wasser für was? Ich höre aus einigen Regionen, da heißt es ja, unser Fluss hat weniger Wasser, bloß damit die und die Stadt mehr hat. Das geht ganz schnell. Wir können da schon ziemlich schnell Wasserstreit bekommen. Wenn Sie dann diskutieren, muss Bayern noch Wasser abgeben, wo kommt Wasser hin? Und noch durch die Tatsache, dass halt insbesondere im Süden durch den Rückgang von Schnee und das Abschmelzen des Gletschers auf die Jahre hinaus jedenfalls der klassische Hauptteil der Wasserversorgung des Südens auch weniger wird, muss man sich dann einfach klug überlegen, wie man damit umgeht. Deswegen braucht es diese Konsens einerseits, was der Thorsten gesagt hat, auch für die gesamten Leitungsfragen, für die Speicher. Deswegen braucht es zum Zweiten, natürlich haben wir auch einen Konsens gehabt, dass dieses kostbare Gut dann auch was kosten darf, aber eben jetzt in der Zeit der hohen Gebühren, der hohen Preise nicht angemessen ist. Das haben wir immer gesagt. Und natürlich ist der besondere Schutz bei den Dingen dem tiefen Grundwasser vorbehalten. Denn das ist die eiserne Reserve. So war es aber auch im LEP verankert und so ist es jetzt auch in unserer Strategie. Und deswegen ist da keiner frustriert, sondern eher das Thema macht uns Sorge. Mir macht jetzt nicht drei Anträge zum LEP Sorge. Mir macht es generell Sorge, wie das weitergeht. Und wenn Sie die Studie noch mal lesen, dass West- und Mitteleuropa prozentual eine der Regionen der Welt ist, die am stärksten verlieren mit der Wasserzufuhr. Also es ist eine Katastrophe, wenn in Afrika bestimmte Gegenden gar keinen Regen mehr haben, jahrelang. Aber prozentual gesehen ist es auch für uns eine Herausforderung, wenn wir viel, viel weniger haben als je zuvor. Und dem stelle ich mir als Ministerpräsident. Wassersend angekündigt, oder? Für nächste den haben wir schon mal beschlossen. Wir werden den stückweise dann auch diskutieren, klar. Und wir wollen aber auch nochmal mit den Betreibern. Wir wollen auch nochmal der Runde Tisch Wasser dient mal dazu, die Gemütslagen auch nochmal ein bisschen differenzierter zu diskutieren, denn die schienen ja recht hochgekocht zu sein letzte Woche. Da ist auch nicht alles Gold, was geglänzt hat in Argumenten, glaube ich, kann man sagen. Aber das muss nochmal sauber austariert werden. Und ich möchte ausdrücklich den Umweltminister loben für sein Engagement. Das ist alles bisher sehr, sehr gut vorbereitet und gut gemacht. Christoph Lang, RTL. Danke. Ich habe zwei Fragen. Die erste entweder an den Ministerpräsidenten oder auch gerne an den Umweltminister. Die Grünen wollen ja insbesondere die Entnahme von tiefem Grundwasser mit spürbaren Gebühren belegen. Wie sehen Sie das? Und die zweite Frage wäre an Sie, Herr Söder. Vielleicht wollen Sie doch noch mal die Tatsache kommentieren, dass in Berlin Scholz von Tempo spricht und gleichzeitig man den dritten Tag jetzt da rumwurschtelt im Koalitionsausschuss. Danke.
Thorsten, möchtest du das? Genau, das Thema ist ja schon auch vom Ministerpräsidenten gerade angesprochen worden. Am Wassercenter arbeiten wir und wir stehen zum Wassercenter und ich bin auch, das ist ja, das Tiefengrundwasser ist im Prinzip mit dem Wassercenter natürlich verbunden, denn genau Tiefengrundwasser braucht natürlich über den Wassercenter einen Preis. Wir wollen ja eher einen Euro als einen Cent. Dazu, dann muss ja alles in vernünftiger Form stattfinden. Es ist ja typisch grün, da können wir Linie sehen. Egal wann und was, nur Kosten an drauferlegen. Das diskutieren wir jetzt bei Öl- und Gasheizung kräftig drauf. Und wenn, dann sollen dann Milliardenprogramme wieder zusätzlich gemacht werden, um eine Fehlentwicklung auszugleichen. Sanierungsprogramme, ist übrigens besonders witzig, dass das Wärmepumpenprogramm möglicherweise scheitern könnte. Weil gleichzeitig im Europäischen Parlament die Grundvoraussetzung für die Wärmepumpe, dieser chemische Zusatz F-Gas, dass der möglicherweise verboten werden soll. Dann kann sie Wärmepumpe erstmal auf Jahre vergessen. Man sieht, das ist ja alles in sich nicht durchdacht. Das ist ja der Grund, warum viele Deutsche ein bisschen skeptisch geworden sind. Und warum die Leute sagen, worum geht's da eigentlich? Und auch extrem dünnhäutig umgekehrt, die Grünen. Deswegen zur Ampel meiner Sicht nochmal, also, irgendwie sind so generelle Entwicklungen im Gang, die das Land nicht automatisch stärker machen. Wir haben Streiks wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und man darf eines nicht vergessen, massive Streiks sind nie ein Zeichen für Stabilität und Stärke. Es sind immer ein Zeichen für Spaltung und Stress. Und zwar unabhängig davon, ob man jetzt da einzeln damit zurechtkommt. Die Grundsatzfrage schafft Nachahmer. Und das Zweite, also ich habe, die Ampel basht sich selber mehr, als man sie von außen könnte. Und schafft in zentralen Fragen keine Einheit. In anderen Projekten, wie Wahlrecht, da geht alles recht schnell. Oder bei Drogen und Ähnlichem mehr. Aber bei den zentralen Fragen kriegen sie es nicht gebacken, eine Entscheidung zu treffen. Im Grunde genommen liegt auf dieser Ampel kein Segen. Das kann man einfach so sagen. Und die werden natürlich weiter kämpfen und weiter wursteln. Aber wenn das Deutschland-Tempo ist, ja, dann ist eine Schnecke ein Rennpferd. Julian von Löwis vom Bayerischen Rundfunk. Der runde Tisch Wasser, wann wird denn der sein und wer wird da alles teilnehmen? Der wird zeitnah stattfinden. Wasserversorger, Wirtschaft, Landwirtschaft, natürlich starke Verteidigung aus der Politik, Verbraucher, Umweltverbände, wenn wir uns mal grundlegend austauschen. Also das basiert auch schon auf entsprechenden Strategieprozessen, die im Umweltministerium stattfinden. Die machen regelmäßig ein Monitoring und wir machen das nochmal ein bisschen jetzt auch breiter. Gut. Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, auf jeden Fall.